Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Tag, meine grünen Spitzhack. Ronny ist hier am Start. Und ja, Mates, wir haben hier ordentlich was zum Verkaufen. Ein paar Skins habe ich gestern schon ausgezahlt, wieder für die Giveaways auf den 1. Dezember. Muss ich heute Abend mal einen Plan mit dem Onze machen, wie wir das genau gestalten. Aber jetzt heißt es erstmal $1,900, zack. Also wir haben jetzt $2,000 drauf. Wie ist das zustande gekommen? Wir haben angefangen, bin ich der Meinung, mit 1500. Hatten uns runtergespielt auf 800 und sind von 800 wieder hochgeklettert auf 2000. Jetzt haben wir gefühlt einen Run und den würde ich weiter auskosten, weil wir wissen, ich bin schon mal auf 15.000 gekommen hier auf Keydrop. Auch mit so einem leckeren Run. Die ganze Sache beenden will ich natürlich erst, wenn der Run auch vorbei ist. Niemals während der Fahrt aussteigen, sondern immer auf dem Bahnhof warten, Freunde. Das ist die Pointe des heutigen Videos. Und in diesem Sinne, Gambling ist ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und wir machen jetzt hier lecker Kisten auf. Wir fangen ein bisschen günstiger an. Und zwar machen wir zum Warmwerden 5x die, 5x die. Ich mag zurzeit einfach gerade größere Battles. Wir machen wieder den Underdog-Modus. 3 Spieler, natürlich öffentlich, sollte noch jemand reinkommen, was ich bezweifle. Aber man kann es hoffen. Wir haben hier die Crony-Kiste drin. Dementsprechend machen wir auch schon mal den Crony-Bot rein. Dass einer reinkommt, denkt er sich, boah, krasser YouTuber, ey, heftig. Dann geht er auf mein Profil, denkt sich 50.000 Abonnenten, krasser Typ, Alter. Dann geht er auf die Aufrufe und denkt sich, Alter, dem seine Zeit ist aber auch schon seit 24 Jahren vorbei. Egal, es macht trotzdem Spaß und Geld bringen tut es natürlich auch noch, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es gehört aber inzwischen auch irgendwie so zum, nicht zum Tag, will ich bei mir nicht sagen, weil ich keiner bin, der seit Jahren regelmäßig durchgezogen hat, sondern ich mache die Videos, wenn ich Lust drauf habe und wenn nicht, dann nicht. Was mir öfters mal auch mal zu Verhängnis wird, weil ich mir nach 3 Monaten denke, scheiße, Alter, der Deal hätte eigentlich schon vor 2 Monaten fertig sein sollen. Aber die meisten Seiten haben sich da auch schon dran gewöhnt. Sag jemand, tut mir leid, wie ist das? Ananas leben, ihr wisst Bescheid. Und dann ist das bis jetzt auch immer okay gewesen. Außer Hey Case ist mir was super Doofes passiert. Und zwar hatte ich ein, ich habe mit denen kommuniziert über Handynummer. Das war aber von einer Handynummer von einem Vertrag von vor 4 oder 5 Jahren und inzwischen ist die Nummer neu vergeben. Wie auch immer, auf jeden Fall komme ich in den Account nicht rein. Ich habe den geschrieben über Support, ich habe den geschrieben über E-Mail, ich habe den geschrieben über Skype nochmal. Hier kommt keiner rein, erzähle ich weiter, während wir Kisten aufmachen. Ich erreiche einfach keinen, dadurch, dass ich, also ich erreiche den Manager nicht mehr und Hellcase ist so groß, die haben so viele verschiedene Manager. Giorgio hat den sogar nochmal geschrieben, gefragt, ob sie mich kontaktieren können, kommt einfach keine Antwort. Ja, ist jetzt so. Sehr, sehr schade, Hellcase hätte ich natürlich auch noch gerne ein paar Videos gemacht. Aber die Hauptsache ist, dass Keydrop hier am Start ist. Weil Keydrop ist unsere absolute Lieblingsseite. In allen Belangen muss man sagen, kam mir noch nie shady vor. War immer gerade. Der Manager ist absolut, oder die Managerin, absolut gut. Schreibst du und kriegst eine Stunde später eine Antwort gefühlt. Muss keine Monate warten. Die Seite vom Design her absolut cool, von den Futures her hat die eigentlich auch fast alles. Oh nee, Digga. Warum, hallo, warum lobe ich dich überhaupt? Die Seite rafft doch nicht, dass ich die hier gerade absolut in den Himmel lobe und versaut mir hier so die Knete. Boah, aber insgesamt auch schlechte Puls, muss man sagen. Für $300, nicht gut. Wir hätten es natürlich trotzdem gerne gewonnen. Alles ist besser als Minus. Mies. Mies, das war irgendwie nicht so geil. Mal nochmal ein Battle erstellen. Will es auch gar nicht so hoch knallen. Sollen wir die 9 nochmal probieren? Komm, wir machen hier einfach mal die hier. 9-mal. Und dann die alles entscheidende Arrow-Kiste. Könnte auch was sein. Mal gucken, ob das was taugt. So, jetzt bitte. Bob Bieber hat aber auch gerade nicht performt. Ne? Doch, aber ich glaube, der. Nee. Rony war vor mir. Bob Bieber war der absolute Loser. Muss man auch mal sagen an der Stelle. Och nee, Digga. Das läuft hier wirklich absolut falsch. Ach, das ist das Ding mit entweder $1 oder man zieht was Gutes. Ja, gut, schau so wenigstens. Aber wie gesagt, das hier, ein $20 Unterschied ist hier ein Witz, weil die Arrow-Kiste kann alles oder wird wahrscheinlich auch alles wieder umdrehen. Wäre natürlich trotzdem schön, dass man einfach so ein kleines Sicherheitspolster hätte. Aber ja, schauen wir mal, was wird.
das wird. Kennt ihr die? Oh, das Meme ist so gut, Alter. Wir freuen uns. Jetzt freuen blende ich uns. Euch gleich mal ein. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Einfach zu stark, das Meme. Wirklich. Einfach zu stark. Ach komm, ey. Aus 10 Kisten wirklich 2 Skins rausgezogen, der Rest nur 1 Dollar, Dinger. Da wirklich sehr, sehr schwache Kiste. Sehr, sehr schwach. Och nein, Digga. Ich wollte mich doch nicht beschweren. Ich wollte doch den 1 Dollar Voucher. Jetzt bitte. Abgeranzt. Ja! Immerhin. Also Profit ist zwar ein Witz, muss man wirklich sagen. Besser als nichts. 300 Dollar sind wir aktuell im Minus. Das ist nicht cool. Irgendwelche Battles offen hat es hier auch nicht. Schade. Dann erstellen wir nochmal eins. Holen wir mal die Midnight Rush rein. Das sind alles so 40, 50 Dollar Kisten. Bisschen Variation mal reinbringen hier, komm. Kiste 200. Okay, komm. Und wir machen noch eine Error dazu. 371 wird auch das letzte Battle heute sein. Wir machen wieder Underdog-Modus. Wir haben 3 Spieler. Wir machen auch 4 Spieler für die absolute Spannung. Wir sind so oder so danach noch um Welten besser aufgestellt als bei den 800 Dollar, die wir hatten. Aber wir wollen es jetzt natürlich gewinnen. 1300 hätten wir übrig, was mehr als okay ist, wenn wir es verlieren. Aber wir wollen es ja gewinnen. So, zack. Brownie, Bieber, Giorgio und ein Traum. Einfach, oh. Ach, ich denke immer, dass die so krass viel wert ist hier, weil die so geil aussieht. Die sieht einfach aus wie so ein typischer 1000 Euro Skin, wirklich. Oh, hier aus der Praktikantenkiste wieder nur ein Dollar-Item rausgezogen. Wer hätte es gedacht? Boah, Giorgio immer noch ganz knapp hinten, aber es ist ein übel knappes Rennen. Alle bei um die 37. Oh ne, die Deagle Boys, die ziehen jetzt hoch, oder? Oh, Bio hat noch krasser gezogen. Komm, Crony, bitte. Nein, Digga. Warum? Jetzt müssten alle drei was Krankes ziehen. Das ist halt super unrealistisch. Oh, Digga. Das hätte so hart geschmeckt, ein Tausender. Naja, in dem Sinne geht's im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und ja, bis Spider-Man. Ciao.